So, hallo Leute. Willkommen zu Teil 2. Mir ist etwas Peinliches passiert. Anstatt aufzunehmen, habe ich gestreamt und so habt ihr ungefähr 17 Minuten Gameplay verpasst. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen Sachen gesammelt, wie zum Beispiel Lashings, Steine und ich habe auch allerlei Sachen gefunden, wie zum Beispiel hier diesen Airtank. Sehr schön, wenn man taucht. Ich habe einen riesen Wrack gefunden in der Zeit und jetzt kommt der Hammer. Ich habe Wooly gefunden. Wooly, der alte Freund. Schönes Easter Egg. Ich weiß immer noch nicht, aus welchem Film. Also ich kenne den Film, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. So rum. Ja, und es ist bereits Tag und wird auch gleich wieder Nacht. Ja, 15 Uhr. Es dauert noch ein bisschen. Ja, ich habe diverse Truhen geöffnet, was es für euch jetzt wahrscheinlich langweilig machen wird. Oder langweiliger. Ich hatte echt Action und habe nur gestreamt. So, und ich dachte mir, wieder von vorne anfangen, das tue ich nicht mir an und nicht euch an. Deshalb machen wir einfach da weiter, wo ich jetzt bin. Es tut mir wirklich, wirklich leid. So, bevor ich jetzt anfange, Taschentücher in die Hand zu nehmen und so weiter. Mache ich einfach weiter. Schade, 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 ehrlich. Hier ist noch eine alte Axt. Die habe ich rausgeschmissen, kurze Erklärung. Ich habe neue Äxte gefunden. In diesem riesen Wrack, genauso wie einen riesen, tollen, guten Hammer. Und eine Sardine habe ich gefangen. Ich wurde von Haien angegriffen, gleich zwei Stück auf einmal. Ich habe es überlebt. Ja. Es ist mir echt gutes Zeug durch die Lappen gegangen, dadurch, dass ich zu blöd war, auf den richtigen Knopf zu klicken. Ja, Machete, die kennt ihr ja wahrscheinlich noch von Teil 1. Ja, was soll ich dazu sagen? Der kleine Brocken ist dämlich. So. Ich habe mir auch schon ein Örtchen für mein Häuslein ausgesucht. Oder unser Häuslein in diesem Fall. Denn ihr seid natürlich meine stillen Mitbewohner. Und das Häuslein werde ich da hinten nach rechts bauen, also ungefähr da, wo es flach und eben ist. Wir bleiben auf dieser Insel, habe ich beschlossen, denn hier gibt es noch einiges zu entdecken. Und es gefällt mir einfach tierisch gut. Und ich bitte euch, da wo man Wooly findet, da muss man doch bleiben, oder? Ist doch der Hammer. Also ich war extrem begeistert. Ich habe es gefeiert, ich habe gejubelt. Ich weiß, das kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, ne? Dass ich mal mit Emotionen rede und ausraste. Doch, so war's. So, ich brauche, ja, Lashings habe ich genug. Wäre mal Zeit, eine Palme platt zu machen. So, Palm Tree. Zack, zack, zack. Machen wir fix kaputt. Nährgerät. So, die Kokosnüsse fliegen auch schon drunter. Das ist gut, denn wir werden bald essen müssen. Ja, die können hier liegen bleiben. So, dann mache ich erstmal die Palme fertig. Dann werden wir noch was essen, schön am Lagerfeuer. Und dann werde ich, glaube ich, schon jetzt in der Nacht gleich beginnen, die Foundation zu bauen. Wobei, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie man danach das Haus drauf baut. Also ich habe mich da nicht erkundigt. Ich wollte das eigentlich ausprobieren mit euch. Und was ich während des Streams gesagt habe, was ihr jetzt natürlich auch nicht wissen könnt, ist, ich kann nicht so lange Aufnahmen wie im ersten Teil machen. Bedeutet, 27 Minuten sind No-Go. Ich habe das Ganze 2 Tage hochgeladen, weil mein Upload einfach so schlecht ist. Das heißt, ich werde mich maximal bei 15 Minuten werde ich mich ausklinken. Ist leider nicht anders machbar. Und wir haben die Taschen voll. Und die Hose auch. Nein, die Hose ist noch trocken. Ja, ich will auch nichts aufheben. Ich will den kleinen Fisch da hinlegen. Ja, richtig. Ja, wobei, da liegt er echt blöd. Vielleicht mal ans Feuer. Man kann ja schon mal fertig werden. Davon werden wir nicht satt. Na. Das war schlecht geschmissen oder gelegt. Davon werden wir nicht satt, aber immerhin, Fisch ist Fisch. Na, und der will auch nicht liegen bleiben. Seltsam. Na, bleibt so liegen. Ja, geht doch. So, mal gucken, ob wir das Essen ist fertig Geräusch auch aus der Ferne hören.
Das wäre natürlich cool. Da ist Woolly. Ja, das habe ich jetzt hier ein bisschen umständlich gemacht. Da sind die Lashings und hier sind meine Sticks. So. Sticks waren. Ja, hören wir. Die Sticks waren ursprünglich mal hier vorne. So, Sardine haben wir. Schön guckt, Sardine. Zack, zack. Haben wir gegessen. Hat sich wahrscheinlich. Ja, hat sich nicht viel getan. Und es wird auch schon dunkel. Das ist übrigens Woolys Platz, ne? Es ist nicht hübsch, aber selten. Damit er nicht wegrollt und uns immer schön anguckt. Vielleicht können wir ja auch noch sowas wie, ja, weiß ich nicht, eine eigene Foundation für Woolly bauen neben unserem Haus. Ah, das wär's doch, oder? Ja, das werden wir auch machen. Das ist eine gute Idee. Zumindest finde ich, dass das eine gute Idee ist. So, und hier machen wir mal wieder Lashings. Es ist praktisch, dass hier drei Yucca-Palmen sind. Also ich habe hier auf der Insel, glaube ich, alles, was man so braucht. Yucca-Palmen. Ich meine, gut, die gibt es wahrscheinlich überall. Wir haben auch Potato Plants. Und wir hatten Woolly, ne? Woolly. So, und jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen wollte. Ach, doch, da. So, noch ein paar Stickies. Damit wir gleich ordentlich bauen können. Ja, jetzt hat man nicht gesehen, was passiert ist. Wahrscheinlich ist die Palme vorne auseinandergegangen. Vorne gekappt, obwohl ich hinten drauf haue. Das ist auch sehr witzig. So. Dann machen wir der Gerät mal. Ja, wisst ihr was? Ich bin auch dämlich, ne? Wieso nehme ich nicht einfach das Stückchen Palme hier mit rüber? So. Ja, wahrscheinlich deshalb. So, geht das? Ja, Raft. So, zack. Ab zur Seite mit dir. Hier hin. Okay. Ist auch nicht optimal. Dann halt hier hin. So, wo du niemanden störst. So, noch ein bisschen rüber. Genau. So, und dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz für die Sachen, die ich bauen möchte. Ja, das wird uns jetzt hier alles kaputt machen. Aber ich könnte versuchen, hier durchzugehen. So, ja, das ist doch optimal. Gut, das war jetzt mal eine gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für eine Foundation brauche. Und ich muss mich ein bisschen ranhalten. Wir sind schon bei 7 Minuten und ich habe nichts erreicht. Ich habe euch nur erzählt, was passiert ist. Wow, super spannend, trocken. Uhuhu. So, der Gerät nehmen wir mal. Ja, ich würde auch gerne mal was sehen. Ich wollte den eigentlich hier zu den anderen hinlegen. Ah, da haben wir noch ein bisschen. So, dahin. Und jetzt kaputt machen. Ich glaube, ich muss das mit meiner Ordnung hier auch ändern. Denn irgendwie komme ich mir mit allen Sachen in die Quere. Ja, das war perfekt. Das war super. Uli! Alles cool, oder? Uli? Uli ist doch echt eine coole Sau. So. Also ich finde, Uli ist eine coole Sau. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Und da hinten wollten wir bauen. Aber first of all sollte ich, wow, sollte ich was essen und ich sollte was trinken. Deshalb machen wir mal schnell Trick 17. So, die kann man trinken. Die machen wir auch noch trinkbereit. Dann brauche ich mein Wasser nicht verschwenden. Ich lasse mir nämlich das Wasser immer für Situationen, wenn ich wandern gehe. Ne? Also irgendwo zu einer anderen Insel und ich habe keinen Bock da irgendwie Kokosnüsse zu sammeln oder es ist echt kritisch, weil ich es verpennt habe. Dann nehme ich einfach mein Wasser und dann ist gut. Und dann kann ich auch wieder abziehen und dann habe ich auf meiner Insel eh wieder alles, was ich brauche zum Überleben. So, packen wir auch noch ein. Zack. So. Und jetzt nehmen wir mal wieder Madame Machete. Und Madame Machete wird uns jetzt Essen bescheren. Ja. So, mit 4 Stück kann man schon ein bisschen Appetit entfernen, beseitigen, unterdrücken, kaputt machen. So.
Ham, 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 ham. Sie hat ein Tempo. Wenn ich so ein Tempo hätte, wären wahrscheinlich all meine Freunde zufrieden, denn ich bin ein echter Langsamesser. Also, wenn ich anfange zu essen, dann sind die anderen schon fertig. So müsst ihr euch das vorstellen. So, alles klar. Gefüllt haben wir alle Anzeigen. Der Bauch ist voll, er ist zufrieden. Unser Feuer ist aus. Holly hat kein Feuer mehr. Gut. Ich mache jetzt die Taschen eben leer und packe so viel ein, wie ich kann. Obwohl, ist es nicht einfacher, einfach eine Foundation hier so schon zu nehmen? Campfire, okay, das ist nicht gut. Wir brauchen dafür aber auch einen Hammer, ne, um es zu bauen. Foundation, ja, das ist super. Dann nehme ich das einfach mal so mit drüber. Das ist cool. Also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir das so machen können. Ach, seht mal an. Man kann die Foundation mit dem Mauszeiger drehen. Das ist ja cool. Das gefällt mir echt gut. Und wir bauen die Foundation. Na, ich muss ja eben mal gucken hier. Bauen wir hier hin. Oh, ich hoffe, das ist eine gute Idee. So. Denn ich möchte eine große Foundation haben. Für später ein großes Haus. Ich will ja nicht übertreiben, aber wir haben hier eine schicke Insel. Wir haben Wulli. Und ich werde euch damit auf die Nerven gehen. Wir haben Wulli, Wulli, Wulli. Ich freue mich so über den Kleinen. Ja, das könnte schön werden. Wenn uns Dietmar mit seinen Kollegen nicht auffrisst und in Ruhe lässt, das war vorhin echt ziemlich knapp. Weiß, erzählen kann man viel, was, aber wirklich. Ich habe ihn nämlich gar nicht bemerkt, dass er spielen kommt. Und er war auch ziemlich aggressiv. Also diesmal ehrlich, ich weiß nicht, sonst kam der immer so an und meinte, ja, hallo, ich könnte dich beißen. Ich würde es auch tun, aber ich habe keinen Bock, so sah das immer aus. Und dieses Mal kam er echt angeschossen und ich hatte Mühe und Not, meinen Speer zu ziehen, um mich zu verteidigen. Und ich dachte auch zweimal, dass er mich gehabt hat oder gebissen hat. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, wenn man aus dem Wasser kommt oder eintaucht, dann wird es ab und zu so komisch dunkel. Ja, und in dem Moment dachte ich, ja, das war's. Das war jetzt mein Survival. Aber nein, er hat uns nicht erwischt. Es war einfach nur diese seltsame Animation, weil wenn man aus dem Wasser kommt, sieht man natürlich nichts, dann wird es kurz Nacht. Den packen wir mit ein. Rascheln, rascheln, rascheln. Das hört sich dann immer an, als ob 12 kleine Zwerge durch den Wald laufen. So. Ja. Das nächste Holz nehme ich mit rüber. Direkt zur Foundation. Ach ja, jetzt fängt wieder die komische Musik an. Aber wir haben ja hier keine wilden Tiere auf Land. Auf Land. So, erste Palme. Dann nehme ich noch die zweite und dann sollte das wieder für zwei, drei Foundations reichen. Und wir hatten ja in Teil 1 den Buggy High. Den Buggy High, der quasi unterm Sand entlang geschwommen ist und der mir da auch eine Heidenpanik eingejagt hat. Hoffentlich ist das hier nicht der Fall. Denn wenn das der Fall ist, dann haben wir wieder ein Problem. Also nicht, dass er mich so schon mal gekillt hätte, aber das wäre echt mies. Stellt euch vor, wir bauen jetzt, so wie hier. Oder sammeln gerade oder was auch immer. Und dann killt er mich nur, weil er buggy ist. Das wäre natürlich echt schwach. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so ist. Ups, ups, ja. Leichtes Chaos hier. So. Und ich sehe, wir sind wieder bei 13 Minuten. 28. Das ist natürlich blöd, doof. Hätte jetzt fast schon ein anderes Wort gesagt. Naja, aber so ist das halt. Vielleicht kriege ich. Ah ne. Ich dachte, ich hätte hier Solarlichter gesehen, aber das waren einfach nur die Wellen, die mich so irritiert haben. Ja. Jetzt, ich wusste gar nicht, dass Holz auf Holz so rutschig ist und dann noch mit Sand. Das verwundert mich ab und zu. So, das sieht doch optimal aus, oder? So eine Kloppstation. Klopp die Palme. Sieht aus wie gewollt, ist es aber nicht.
Dann nehmen wir den auch noch schnell. Die Zeit wird knapp, bevor ich wieder 2 Tage uploaden muss. Na, hier bleiben. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt schon denken, mein Gott, ist der doof, lernt der nicht, die Dinger rollen doch. Aber wisst ihr was? Mir egal. Ich will das einfach so. Und dann mache ich das einfach so. 14:42. Ja. 14:42 ist nicht meine aktuelle Uhrzeit hier bei der Aufnahme. Es ist die Aufnahmezeit mit meiner Superstoppuhr. Ja. Auf die ich achten muss, habe ich mir gesagt. Foundation. So, ja. Das geht nicht. Wieso auch immer. Wahrscheinlich, weil hier zu viel Müll rumliegt. Aber den Müll, ja, dafür fehlt uns wahrscheinlich was. Den Müll werden wir gleich beseitigen. So, nämlich. Nämlich. Ja, das ist jetzt. Ja, dann machen wir einfach so. So, okay. Da haben wir die Foundation. Gut, alles klar. Foundation ist jetzt nicht so riesig, wie ich es haben wollte. Aber was soll ich machen? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Palmen. Und ja, die werden wir dann in Teil 3 sammeln. Ich nehme sie mir aber nicht, nochmal die Yucca-Palme platt zu machen. Und schon mal so einen Krebs mitzunehmen. Na. Zack. Ja, ich weiß, das ist nicht gerade die feine englische Art, aber Leute, was soll ich denn machen? Oh, ja, das wollte ich nicht. Das war natürlich wieder Broken Skills. Ah, okay. Und ich kann ihn nicht aufsammeln, weil ich die Taschen voll habe. So, dann stick hier hin. Zack. Na, macht das jetzt? Ja, jetzt macht das. Gut, Mr. Krabs, den schmeißen wir dahin. So, reichen die Stickies für ein Lagerfeuer? 3 Stück? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Mit diesem schönen Anblick auf Woolly und die schöne Sonne und das Meer verabschiede ich mich bei euch. Ich sage einfach mal, bis Teil 3. Diesmal ohne Verklicken, mit mehr Action und ich gehe dann auch wieder tauchen. Bleibt dran, es kann nur spannender werden. Ach so, und seht ihr, hier ist noch eine Flair, die habe ich auch gefunden. So, in diesem Sinne, bevor ich wieder 10 Minuten quatsche, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.